hatten einen Riesenstau. Alle kamen raus. Ja. Edle Mann. Komm zu dem Butcher. Richtig und richtig ist nur gefallen. Ja, zu warm. Einen allgemeinen einführenden Vortrag geben, so ein bisschen so allgemein, was Buddhas Lehre ist, nicht so wahnsinnig lang und auch nicht in mit ganz vielen Fußnoten, nicht, denn es kommt ein neues Buch raus in kurzer Zeit, was das alles enthalten wird, was die schöne Hila von Buxtehude mir übersetzt aus dem Englischen. Das Englische heißt Teaching on the Nature of Mind, glaube ich, oder sowas. Ich weiß nicht, ob wir noch welche haben, aber das erscheint auf Deutsch recht bald und dann kann jeder wissen, was Buddha eigentlich meint so und warum und wann und so weiter. Nee. Was ich heute tun will, ist eher so ein paar allgemeine Punkte anrühren, die wichtig sind. Dann morgen, wenn die Freunde kommen, zielen wir uns mehr aufs Pova rein so. Und übermorgen, dann geht es dann also richtig los. Es ist ja tatsächlich, wir sind in einer Luxuslage, will ich euch sagen. Ab und zu komme ich rein und ich habe 3 Tage. Ne? Und da muss ich bei vollkommen neuen Leuten, erst muss ich erklären, wer der Buddha ist, dann muss ich erklären, warum man Pova nimmt, dann muss ich erklären, wie man das tut, dann muss ich ein bisschen Verbindung darstellen oder herstellen zwischen dem eigenen Geist und dem Buddhageist. Und dann zuletzt, dann können wir praktizieren und dann muss ich alle durchhaben am Ende. Ne? Und das ist ab und zu hart. Aber hier werden wir die Zeit haben, um genüsslich alle diesen äußeren, inneren und geheimen Erfahrungen genießen zu können und mitmachen zu können. Nicht? Und bei euch allen. Und es ist auch sehr schön, was auf der Welt geschieht. Wir haben Menge Fortschritte. Rinpoches Reise in Südamerika, wo wir mehrmals waren in den letzten Jahren. Ich glaube, die letzten 4, 5 Jahre sind wir ein paar Wochen jedes Jahr da unten gewesen. Das war sehr gut, also wirklich gut gegangen. Viele Leute, viel Interesse und so weiter. Und auch überall um die Welt, Australien, Neuseeland, Nordamerika, Südamerika, vom Rhein bis Vladivostok, unten in Spanien, unten in Griechenland. Es geht also alles wirklich, wirklich gut. Wir sind große Kulturimperialisten geworden, nicht? Wir setzen unsere dicken Pranken überall auf der Welt, nicht? Klack, 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 Zentrum nach Zentrum, nicht? Paul war eben die ganze Strecke durch von Vladivostok zurück und hat ganz viel gemacht und Manfred und Beate bereisen jetzt unsere Zentren in Amerika, lehren dort. Jesper ist ständig drüben, nicht? Edita arbeitet hier, nicht? Und kriegt vielleicht bald Überseesachen, nicht? Hoffen wir. Also überall, nicht? Wir haben wohl 2 Dutzend gute Freunde, die sehr gute Arbeit leisten, also als Reiselehrer. Wir haben ja 140 Zentren um die Welt inzwischen. Und ich meine, jedes Zentrum hat ja, sagen wir, Lokallehrer, Leute, die Arbeit in die Hand nehmen und wirklich etwas auf die Beine stellen, wirklich etwas tun. Das haben wir überall. Aber so wie hier, dass also auch die so weit reisen und nicht nur an einem Punkt sind, sondern auch herumfahren und so weiter, nicht? Da haben wir wirklich schon ein paar Dutzend und die sind gut. Ich kriege nur guten Feedback. Wirklich nur guten Feedback. Ob sie aus Schleswig-Holstein kommen, nicht, oder aus Bayern, nicht, oder Kopenhagen oder von wo auch, nicht. Die ist nur gut. Und es ist ja wichtig, will ich euch sagen, denn Buddhismus ist immer daran umgekippt, dass es top-heavy wurde. Also zu schwer im Kopf. Nicht? Zu viel Kopf, zu wenig Beine.
Es ist ja so mit Buddhismus, dass das System funktioniert. Es ist tatsächlich eine Religion ohne schwangere Jungfrau, ohne irgendetwas, was man glauben muss. Und je mehr man Buddhismus unter die Lupe nimmt, je kritischer man ist, desto besser wird die Sache. Nicht? Denn die Belehrung ist ja nur davon, wie die Sachen sind. Und die Sachen sind halt in einer gewissen Weise und das erklärt der Buddha. Nicht? So je mehr man die Lupe draufschraubt und das Mikro langzieht, Mikroskop langzieht und so weiter, nicht, desto besser wird das Dharma. Aber die Schwäche, die wir immer haben, ist, dass wir ja keinen überzeugen müssen. Meistens haben die Religionen, die sind ungefähr so solide, logisch gesehen, wie Schweizer Käsen, nicht? Also voller Löcher. Nicht? Und das bedeutet dann, dass man immer, weil man selbst nicht überzeugt ist, dann hat man sehr viel Druck drauf, andere zu überzeugen. Dann muss man immer raus und den anderen irgendetwas ans Ärmel binden, damit man selbst zur Ruhe kommt und denkt, das ist vielleicht nicht richtig zu verstehen, aber wir denken es wenigstens alle so. Nicht? Aber das haben wir ja im Buddhismus gar nicht. Wir haben nicht all diese Sachen. Ich meine, das einzige Problem, was man mit Buddhas Lehre haben kann, ist, wenn man nicht genug studiert hat. Hat man genug untersucht, hat man keine Probleme, keine Fragen mehr. Und deswegen haben wir auch die Tendenz, so ein bisschen abzuheben. Wir haben so die Richtung, so ein bisschen extrem zu werden, so in Elfenbeinschlössern zu verschwinden und in großen Universitäten oder Mönch-Nonnen-Sachen zu verschwinden, nicht? Klöstern und sowas. Und dann läuft der allgemeine Hansi rum und weiß nicht, was oben und unten ist und so weiter. Und das war immer unser Problem. Jedes Mal, wenn Buddhismus irgendwo umgekippt wurde, und er wird zurzeit überall in Asien umgekippt, war das tatsächlich, weil keine breite allgemeine Basis war. Es gab einfach keinen Fuß im allgemeinen Leben der Leute. Man war so perfekt, man ist einfach abgehoben und hat die riesige Klarheit und die fantastischen psychologischen Mittel des Buddhismus immer weitergezogen, immer weitergezogen. Aber der allgemeine Mann, der den Tee brachte oder das Korn mit dem Pleuel, nicht? Wer ist das da gleich, nicht? Das Essen macht und alles Mögliche, nicht? Also, dass der sehr oft nichts von der Sache bekam, dass er stattdessen ein bisschen abergläubisch wurde oder anfing zu glauben, statt wissen zu wollen und so weiter. Das waren halt immer die Probleme, also die dicken Probleme, die wir hatten. Und deswegen haben unsere Freunde und ich ja fröhlich entschieden, damit ist Schluss. Ne? Wir machen keinen Elekt, also ausschließenden Buddhismus, wir machen keinen Nonnen-Mönch-Buddhismus mehr, wir machen Laien-Yogi-Buddhismus, wir machen keinen Buddhismus, der sich irgendwo versteckt in irgendwelchen Institutionen und nicht mehr rauskommt. Wenn wir Institutionen haben wie Kipi und unsere Zurückziehungsstellen und so weiter, sind sie voll mit dem Leben verbunden und zielen nur darauf, dass wir besser leben, sterben und wiedergeboren werden können. Und dass wir die Fähigkeit entwickeln, anderen helfen und nutzen zu können. Dieser Punkt ist ganz, ganz grundsätzlich, er ist sehr, sehr wichtig, er ist vollkommen zentral. Und darauf will ich halt, und das ist halt ein Punkt, den ich immer erwähne. Deswegen ist es so, wir tragen keine besonderen Kleider, wir gehen nicht rum und machen keine Hierarchien, wir machen keine Oberbuddhisten, denn dann hat man sofort Unterbuddhisten, sondern wir sind Freunde, nicht? Wir sind Idealisten, wir wissen, dass die Tibeter, obwohl sie wenig über die Außenwelt wussten, dann, dass sie über ein sehr, sehr großes Wissen über die Innenwelt verfügen. Und wir wissen auch, dass wir nicht wünschen, dass das verschwinden sollte. Wir denken alle, die Welt wäre ärmer, als wenn das nicht erhalten bliebe. Wir haben alle genug Zeit verbracht mit dem Finden von Parkplätzen, nicht? So wir wissen, der Materialismus bringt es nicht, nicht? Wir haben auch gehört von Gefahr von zu viel Fett ums Herz, nicht? So, oder Raucherlunge oder Schrumpfleber und was auch nicht. So wir wissen, Tabak und Alkohol bringt es auch nicht. Unsere Generation hat viele seiner allerbesten Leute an die Drogen verloren. Nicht? So wir wissen, das bringt es auch nicht. Und gehört man dann zu den
paar Prozentteile nicht in, auf der Welt, die irgendwie fähig sind zu verstehen, dass der ganze Sinn des Lebens nicht ist, ein bisschen mehr in der Lohntüte zu haben und ein bisschen mehr essen zu können oder sich ein bisschen feiner kleiden zu können als der Nachbar, sondern dass man nach irgendetwas suchen müsste, was dauerhaft sinnvoll sei, was wirklich in der Zukunft bedeutend wäre, nicht, und uns zu allen Seiten helfen und beistehen würde. Wenn wir zu den Leuten gehören, die das verstehen können, nicht denen das irgendwie eingegangen ist, ja, dann ist fast nur Buddhismus übrig. Und sieht man dann, wie gesagt, die Schwäche des Buddhismus, die allgemeine Tendenz, dass man, ja, dass man sehr leicht abhebt und weil das System so perfekt ist, dass man einfach in seinen Elfenbeinschlössern verschwindet, ja, dann versteht man auch, diese Sache soll hautnah sein, die soll lebensnah sein, Buddhismus soll nicht ein paar Stunden im Studierkammer sein oder ein paar Stunden beim Anhören irgendeines Lamas. Und hinterher dann tut man, was man immer getan hat, nicht ohne irgendeine Änderung. Sondern Buddhismus soll wirklich sein, dass man fähig ist, besser zu leben, sterben und wiedergeboren zu werden, dass man mehr Kraft bekommt, dass das Leben die Lehre verstärkt und dass die Lehre wieder Inhalt ins Leben zurückfließen lässt. Also dass eine Ganzheit daraus entsteht. Das ist, wir wissen auch, dass die beste Weise, so Papsttum und andere hierarchische Systeme und sowas zu verhindern, dass das einfach ist, dass wir alle vollkommen natürlich und entspannt und in Freundschaft miteinander umgehen. Nicht? Dass, wo das Ziel der voll entwickelte Mensch ist, wo das Ziel die Fähigkeit ist, allen Wesen nutzen und helfen zu können. Ja, dann ist der voll entwickelte, in sich ruhende, mit allen Fähigkeiten ausgestattete Mensch, nicht? Das ist tatsächlich das Ziel. Das ist, worum es geht. Das ist, was wir erreichen wollen. So, all diese Sachen, ich meine, das sind unsere Einstellung und wir versuchen nach Fähigkeit, so ehrlich zu sein und so hart zu arbeiten, dass das geschehen kann. Nicht? Das ist unser aller Arbeit. Und wir, die so sagen, wir, die Spitze sind vom Speer, nicht? Also die irgendwie vorne stehen und irgendwie zu der einen, für das eine oder das andere stehen, nicht? Wir sind nur so gut, sollt ihr auch wissen, wie die Fragen, die ihr uns stellt. Wenn ihr anfangt, uns nur blind zu glauben oder Dinge hinzunehmen oder zu schlucken, die für euch nicht klar sind oder so sind, nicht gut, dann haben wir schon eine Religion gemacht und dann sind wir in 20 Jahren in den Büchern über frühere Sekten zu finden und dann war die Arbeit vorbei. Nicht? Sondern alles baut darauf, dass wir ehrlich sind zueinander, dass wir Freunde bleiben, dass wir Fragen stellen, wenn wir etwas nicht verstehen oder von irgendetwas nicht überzeugt sind. Alles baut darauf, dass wir uns gerade in die Augen schauen können und dass wir wirklich ja, nicht abheben und dass wir wirklich die Freunde sind, die wir hätten sein sollen, die wir wirklich sein sollten zueinander. So bitte seid immer so, das ist mein größter Wunsch, nicht niemals gestellte Umgangsformen, nichts Unehrliches, jeder isst, jeder muss aufs Klo, jeder will sich gern lieben, nicht? Wir sind gar nicht so verschieden. Und jeder will am Ende gern das große Glück und den großen Sinn und den großen Weg, nicht ins große Ziel. So deswegen hebt irgendetwas ab, werden die Leute komisch oder denkt ihr, die sind komisch, werden sie undurchsichtig, machen sie Machtgruppen und kleine Kliegen und Systeme, wo sie sich vor euch verstecken oder irgend zu viel unterm Tisch hin und her geht, nicht? Dann sagt ihnen das nicht oder fragt, was läuft nicht. Freundlich natürlich, aber fragt und bleiben wir scharf und bleiben wir wach und bleiben wir begabt nicht, dann werden wir tatsächlich ganz, ganz viel in die Welt geben können. So viel ich sehen kann, ist es uns oder nichts. So ungefähr sieht es aus für mich. Schaue ich zurück, ich als Hannah und ich aus den Himalayas zurückkamen von Rinpoche und Karmapa in 1972, da gab es ein Dutzend vielleicht so möglichen
sagen wir Gurus und Wegen und so weiter. Die meisten von denen gibt es nicht mehr. Wirklich nicht. Wir kamen nach Hause, wir waren ein bisschen staubig, wir waren wohl ein bisschen überkulturell, aber wir haben niemals ein Reklamebüro verwendet, um unsere Sache herauszuholen, nicht? Und wir haben immer versucht, einfach so gut zu lernen, wie wir konnten und zu tun, was Karmapa wünschte die ganze Zeit. Und gerade jetzt, wo wir wachsen, wo wir mehr werden, wo alles, wo mehr und mehr Leute in unseren Kraftkreis kommen, wo jeder von euch auf Leute Einfluss habt, die dann hinterher, wenn sie die Resultate sehen, die ihr habt, eure Entwicklung sehen, die dann auch Lust bekommen zu haben, dann bitte erinnert euch daran, was ich hier sage, wirklich durchsichtig zu bleiben, ehrlich zu bleiben, nicht Nase in die Luft, weil ihr besser wisst, nicht? Kein Bürokratentum, nicht all dieses steife Zeug, was zwischen Menschen entsteht und den Fluss von Gefühl und Wärme und Liebe und so weiter stoppt, sondern natürlich direkt sagen, was man weiß, sagen, wer weiß, wenn man selbst etwas nicht weiß, dann die Leute weiterschicken, nicht? Und tatsächlich so einfach wie möglich und ein so gutes Beispiel wie möglich zu sein. Das wäre es einfach. Ich glaube nicht, dass wir was Besseres an die Welt geben können. Wir müssen nichts verstecken, das System passt. Wir müssen nicht irgendwie etwas vorgeben, nicht? Denn der gesunde, natürliche, spontane Mensch ist sowieso das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres als das. Wir sind alle Buddhas. Wir haben alle die Buddha-Natur. Gibt man uns oder geben wir uns selber die Möglichkeit, kann das alles sich ausdrücken. Haben wir ein klares Ziel, einen klaren Weg? Haben wir Freunde, die mit uns geben können? Bekommen wir wirklich, öffnen wir uns einem Strom von Segen und Entwicklung und so weiter? Ich sage euch, jeder von uns kann irgendwas ganz, ganz Wichtiges aus diesem Leben herausmachen. Wirklich. So einige kommen in Sportschuhe an in diesem Leben, nicht andere in Holzschuhe. Nicht? Was wir in früheren Lebenszeiten gemacht haben, ist nicht dasselbe. Nicht? Einer ist sofort im Spurt, nicht? Bei anderen klappert es, aber man kommt nicht so schnell nach vorne. Nicht? So oder so. Nicht? Jeder von uns ist auf dem Weg. Alles, was wir tun, hat Entwicklung. Alles, was ist bedeutend. Und noch besser, wir lernen alle voneinander und durcheinander. Ein Kraftfeld umschließt uns. Ein Segensring, ein wirklicher Energiering dreht sich durch jeden von uns. Wo wir auch aneinander denken, wir sind alle da. Wo wir auch versuchen, irgendwas Gutes für die Wesen zu tun, 1000 Buddha stehen hinter uns und schieben mit oder ziehen mit, je nachdem, was gebraucht wird. Also unser Leben ist groß. Groß, weil wir alle hier sind, groß, weil wir diese große Vision und diese starken Wünsche haben. Und groß, weil es nichts Wichtigeres geben kann, als das menschliche Potenzial zu entwickeln, als all das zu finden, was in uns allen ist, als unsere ganze Kraft und unsere ganzen Möglichkeiten nach vorne zu bringen. Es könnte keine schönere Aufgabe geben und es gibt nichts Besseres und Sinnvolleres auf der Welt als ein voll entwickelter Mensch. Das ist das Höchste, das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Und es gibt ein paar Sachen, vor allem die Neuen von uns, nicht, die nicht lange so einen bösen Lehrer gehabt hat wie Ole, nicht, der immer Feuerbrand, so ein nordischer Feuerbrand, so ein Wikinger-Typ, der immer Krach macht überall, nicht, und all die schönen Taburetts umkippt und so weiter. Nicht. Also es gibt ein paar Sachen für die Neuen von euch, nicht, vor allem, wo ihr wirklich Buddhismus trennen sollt von dem Christentum, womit ihr aufgewachsen seid. Es gibt ein paar Sachen, da was ihr wirklich, ich weiß, es dauert einige Zeit, aber ihr sollt schon jetzt anfangen, das zu tun. Also ihr sollt verstehen, dass Buddha tut alles für uns. Er ist kein strafender Gott, ist kein richtender Gott, ist auch kein schöpfender Gott. Er ist weder für die Leiden der Welt noch irgendwas anderes verantwortlich. Aber er ist unser Freund und er hat gesehen, wie alles auf der Welt arbeitet, wie die Sachen sind. Und er hilft uns, das Glück zu bekommen, dessen jeder haben will und das Leid zu vermeiden, das keiner haben will. Er ist auch nicht sexuell frustriert, er hat keine Probleme mit unseren Körpern.
Es gibt nichts an uns, was der Buddha nicht als rein sieht. Es gibt keinen Teil von uns, der nicht von Buddha-Natur und Weisheit durchströmt wäre. Nicht? Jeder von uns ist ein Buddha mit allem, was wir sind und haben, ob wir es wissen oder nicht. So, die wirkliche Weise, Buddha zu feiern und Buddha zu danken, ist durch das, was wir die reine Sicht nennen. Wenn wir wirklich die Sachen als rein sehen, die Wesen als natürlich schön, das, was geschieht, als an sich sinnvoll. Nicht? Wenn wir das tun, ich sage euch, wir können keinen Fehler machen. Es gibt keinen Fehler, den wir machen könnten. Alles wird richtig sein. Und fangen wir an, Fehler zu finden, fangen wir an, die anderen nicht zu mögen oder bei denen irgendwas Schiefes zu suchen. Es gibt kein Ende, wo der Horror aufhört. Der Geist ist uferlos. Wenn man sich entscheidet, man mag die Nase nicht, dauert es nicht lange, bevor man die Zähne auch nicht mag und dann die Lippen und dann die Zunge und dann schon die Scheitel und das Haar im Genick und so weiter nicht und dann der ganze Rest und dann die Umgebung nicht. Und tatsächlich bestimmen wir selbst, wir bestimmen hier in uns drin, ob wir in Paradiesen oder in Höllen leben. Wir selbst bestimmen das. Jedes Mal, jeden Tag bestimmen wir durch das, was wir tun, denken und sagen, ob wir eine schöne, reine Welt erfahren nicht, oder eine leidbringende, eingeengte Welt. Es geschieht in uns und jeder Augenblick ist der Schnitttag. Jeden Augenblick machen wir diesen Entschluss. So, Gewohnheiten, Gedanken und Gefühle verschwinden wieder im Geist. Klar, die sind wie Wellen im Meer, man sieht früher war der Gedanke nicht da, später ist er auch weg. Nicht? Aber obwohl es aussieht wie nur eine Welle, es ist tatsächlich auch ein Strom da. Gewöhnen wir uns ganz lange dran, irgendwas Negatives zu denken, dann kommt es von selber. Es ist so, als hätten wir irgendeinen Mechanismus in Gang gesetzt, der sich stärkt, der immer mehr bringt, immer mehr tut. Und auf der anderen Seite wählen wir, was Gutes zu sehen. Nicht? Wählen wir irgendwas Schönes oder zu sehen bei den Leuten und ihnen was Gutes zu wünschen und sich zu freuen über so, wie die Leute sind. Ja, dann haben wir den entgegengesetzten Mechanismus in Gang gesetzt. Plötzlich ist alles schön und sinnvoll und alles fest. Stimmen wir tatsächlich selbst, wie unser Leben aussehen soll, ob wir in einem reinen Land oder in einem furchtbaren Zustand leben. Und wir sollen wirklich wissen, dass Buddhas Lehre jenseits geht nur so, was man Positive Thinking nennen könnte. Es gibt ja Gurus, vor allem in Amerika, die sagen, man soll nur alles positiv sehen die ganze Zeit. Und das geht natürlich nicht, denn es gibt Schwierigkeiten wie Krankheit, Alter und Tod. Es gibt Schwierigkeiten wie Verlust, wie Freunde, die einem davongehen. Es gibt ganz viele Sachen. Nur immer versuchen, die Sachen schön zu sehen, ist schwierig. Nicht? Es gibt schon Sachen, die nicht angenehm sind. So statt krampfhaft zu versuchen, die guten Bilder festzuhalten und die schlechten Bilder wegzuschieben, was sowieso auf der Ende nicht möglich ist, das Schöne sehen zu wollen und das Unschöne ausblenden zu wollen. Denn klar gibt es Leid, nicht? Man wurde geboren, das tat weh, man wird krank, alt und stirbt, das ist auch schwierig. Während man hier ist, sogar in seinen besten Jahren, dann versucht man zu kriegen, was man haben möchte, wegzuhalten, was man nicht haben möchte, das zu behalten, was man jetzt erreicht hat und sich mit dem abzufinden, was man nicht vermeiden kann. Nicht? Also so ungefähr sieht ja ein Leben aus. Man hat ständig den einen oder den anderen von drei Sorten von Leiden. Entweder so der totale Durcheinanderleid, wo alles auseinanderfällt und kaputt geht, oder der Leid der Vergänglichkeit, dass alles immer vergeht und nicht bleiben kann. Oder das Leid der Verwirrung, dass man nicht weiß richtig mehr, was gestern geschah oder vorgestern und dass man auch nicht ahnt, was in der Zukunft kommt. Nicht? Also all diese Leiden und diese unterschiedlichen Zustände sind da. Und weil sie da sind, kann man nicht einfach sagen, dass alles perfekt ist und alles wäre ganz schön und wunderbar und so weiter. Geht nicht. Aber das muss man auch nicht. Obwohl die Erlebnisse angenehm und unangenehm sind, obwohl man die schönen Bilder im Spiegel kennt, weil man die unschönen kennt, obwohl man weiß, jetzt geht es mir gut, weil es einem früher schlecht ging, dann
haben wir ja gar nicht das Richtige gesehen. Denn das Richtige ist nicht die Erlebnisse, das Richtige ist der Erleber. Das Wahre ist nicht die Bilder im Spiegel, es ist der Spiegel. Nicht die Wellen im Meer, sondern das Meer. Nicht die Erfahrung, sondern das, was sieht, weiß und versteht. Das ist wirklich. Und wie wir das einsehen und unser Interesse immer mehr von dem, was kommt und geht, auf das überführt, was bleibt, was ohne Anfang und Ende ist, ohne Geburt und Tod, was nicht verschwinden und vergehen kann. Je mehr wir das tun, desto mehr bekommen wir drei Erfahrungen, auf die alle Buddhas Belehrungen zielen. Und ich kann euch sagen, es gibt nur alle 108 so dicke Bücher, alle 84.000 Belehrungen, die wir vom Buddha haben, die haben nur ein einziges Ziel. Der Buddha wünscht nur eine einzige Sache für uns, und das ist, dass wir erkennen, dass unser Geist klares Licht ist. Dass er leer ist wie der Raum, dass unser Geist also kein Ding ist und deswegen unzerstörbar. Dass das, was unzerstörbar ist, kein schwarzes Loch ist, wo die Dinge verschwinden oder weggehen, sondern zur selben Zeit klar, bewusst, fähig und begabt. Und schließlich, dass der Geist auch unbegrenzt ist und deswegen liebevoll, weil er das eigene Glück von den anderen gar nicht trennen kann. Diese Erfahrung ist, worauf alle Buddhas Lehre hinzielt. Es gibt nichts anderes, was der Buddha für uns tun will oder mit uns tun will, als uns zeigen, dass der Geist strahlender, klarer Raum ist. Es gibt nichts anderes. Alles sind Wege zu diesem Ziel, Zwecke zu diesem Ziel. Was sagt man? Weg oder Zweck? Weg. Ja. So, es geht nichts um anders. Es geht tatsächlich darum, dass wir aufhören zu hoffen und zu fürchten, in morgen und gestern zu leben. Es geht darum, dass wir nicht immer festhalten und wegschieben wollen. Es geht darum, dass wir einfach spontan und mühelos, entspannt und klar in dem ruhen, was ist. Weil die Energie und der Raum in uns und die Energie und der Raum überall nicht voneinander getrennt sind, weil sie in ihr wahren Wesen wirklich eins sind. Deswegen wissen wir alles. Weil wir von nichts getrennt sind, weil der Raum zwischen uns kein schwarzes Loch oder kein Abstand oder kein Trenner oder kein Nichts ist, sondern ein Behälter, etwas Zusammenbringenden, etwas, wodurch alles lebt und entsteht. Weil Raum letztendlich gleich Bewusstsein ist. Deswegen sind wir alle miteinander und mit allen Sachen und Stellen verbunden. Und wie wir aufhören, erst mit den klotzigen Taten und Worten, die uns sehr stören und die unseren Geist so machen wie eine Tasse Kaffee, die geschüttelt wird. Und dann allmählich Mitgefühl und Weisheit entwickeln, nicht, die Kraft gibt und die Fähigkeit, etwas zu tun. Und dann schließlich verstehen, dass der einzige Grund, dass wir den Buddha draußen sehen können, dass das derjenige ist, dass er immer drinnen war. Wirklich. Also, dass wir alle Buddhas sind, ob wir es wissen oder nicht, dass jeder von uns nur sich die Erleuchtung vorstellen kann, nur die tiefen guten Wünsche machen kann, nur diese Dinge überhaupt einsehen kann und sich dafür öffnen kann, weil das immer unsere zeitlose Natur war. Wie das verstanden wird, kommt dann der Weg der Identifikation. Wir fangen an, uns wie Buddhas zu benehmen, bis wir allmählich Buddhas werden. Wir lassen uns berühren, inspirieren, beflügeln, nicht von dem, was uns am nächsten liegt. Einer ist sehr von der Kraft und dem Mut der Buddhas beeinflusst. Das war immer das, was mich sehr anzog. Nicht? Andere mehr von ihrer Weisheit, andere mehr von ihrem Mitgefühl, andere finden, dass ihr geschickte Mittel was Besonderes sind.
Also, es sind so unzählig viele vollkommene Eigenschaften, dass die Buddhas in den Raum setzen. So viel Fantastisches, wo jeder von uns irgendwie einen Haken finden kann, der den Ring unseres Geistes findet und öffnet und uns weiterbringt. Nicht? Es gibt so viele, so viel Schönes, so viel Reiches, so viel Sinnvolles da, dass jeder von uns irgendwas finden kann, was wirklich uns entspricht und uns nutzen wird. So, wo wir uns auch öffnen können, all das Schöne, was wir denken können, all den Reichtum, den wir erfahren können, die sind nur ein Zeichen, wie reich und schön wir selber sind. Das hier, zu so einem Kurs kommen wie den hier und das machen, was wir hier machen werden in den nächsten Tagen, ist tatsächlich eine, es ist eine Selbstsegnung, es ist eine Selbsthochsetzung, es ist eine Selbsteinweihung, es ist ein Schauen in den Spiegel und entdecken, wie schön wir tatsächlich immer alle waren. So, die Schwäche allgemeiner Religionen und allgemeiner Menschen, nicht, die nicht viel gelernt haben, ist, dass man die Kraft schon spürt, aber die Liebe nicht mitgekriegt, nicht mitbekommt. Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, dass was jedes Atom zusammenhält, ist Liebe, was es vibrieren lässt, ist Freude. Und dass alles sich Riesensinn hat, bloß weil es geschieht. Das riesige Bedeutung dahinter ist bei jeder Sache, die passiert. Und in den nächsten Tagen werdet ihr dann unterschiedliche Zeichen bekommen, dass ihr diesen Kurs besteht, dass ihr das bekommt, wofür ihr hierher gekommen seid. Und da wird es 3 unterschiedliche Sorten von Zeichen geben. Und wenn ihr diese Zeichen habt, kann ganz viel Zeug hochgewirbelt werden im Geist. Ihr könnt plötzlich ganz besondere Gefühle, innere Gefühle und Zustände haben, nicht? Und deswegen sage ich das alles, dass ihr wissen sollt, der Buddha ist euer Freund, er ist kein strafender, richtender oder irgendwas anderer Gott, sondern er ist tatsächlich einer, der nur wünscht, dass es uns gut geht, der alles für uns tut, was in irgendeiner Weise möglich ist. Und dessen jeder von uns, wie wir näher zur Erleuchtung kommen, genau dieselben Erlebnisse entwickeln werden. Und hier ist das erste Zeichen, was wir bekommen, ist ja das Äußere. Da je nach Konstitution, es scheint Osteuropa, vielleicht wegen der Schädelform oder was weiß ich nicht, bekommen öfters einen kleinen Riss in der Kopfhaut, germanisch so. Skandinavien bis irgendwo in den Alpenvorländern nicht, das Gebiet da, so quer runter in dem Gebiet, bekommen mehr so ein Loch und so weiter. Aber es kann so ein bisschen unterschiedlich sein, je nachdem, und wo die Vorfahren herkamen, nicht, und auch vielleicht, wie man singt und viel anderes. Nicht. So, das gibt es da, ein äußeres Zeichen. Es gibt auch noch ein inneres Zeichen. Und das ist, wovon ich jetzt reden will. Und das ist die Entwicklung, also das sind die Reinigungen und die Freuden, die man durchmacht. Ein jeder, der Pova macht, ist irgendwie sicher, dass er das Einzige ist, der das Zeichen niemals bekommt. Nicht? Bis man es dann plötzlich hat. Nicht? Aber ganz viele haben das. Nicht? Und plötzlich erinnert man sich an Sachen, die man getan hat, und man erinnert sich an alle möglichen Triebswesen, denen man geschädigt hat, Lügen, die man erzählte, nicht doofe Geschichten, in die man eingemischt war und so weiter, nicht, also den ganzen Kleinkram, vor allem der Jugendjahren, wo man verwirrt war und eingeengt und nicht viel denken konnte und immer unter Druck war von überall, nicht, so in einem Drucktopf-Familie oder sowas ähnliches, nicht. Also dann erinnert man sich da drin, nicht, und da kann viel loskommen. Und dann auch auf geheimer Ebene kann man plötzlich denken, was ist das überhaupt und was machen sie doch alle und ist das eine Sekte oder wo bin ich gelandet und wie mit meinem Geist oder sowas. Nicht?
was eher so auf geheimer Ebene hingehen. Und ihr sollt nur wissen, dass wenn all diese Sachen kommen, alle haben sie, so oder so. Also das ist nichts Besonderes für euch. Und der Buddha weiß, dass es geschieht. Der Lama weiß es vielleicht auch nicht, denn man kann das sehen, nicht? Und man kriegt auch ein bisschen Erfahrung, nicht? Und es ist vollkommen in Ordnung. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Dass ihr wisst, dass all das, was da geschieht, ist ein zoologischer Garten, der vorbeizieht, aber ihr seht die Hintern der Tiere und nicht die Fratzen. Also es löst sich in eurem Geist, es geht raus und ihr werdet es los. Es ist nicht irgendetwas, was in euch reinkommt. Ihr sollt euch wirklich fühlen, als hättet ihr einen unmöglichen Fest gemacht und alle waren todlangweilig oder nicht zum Aushalten. Und jetzt kommen sie vorbei auf dem Weg raus und ihr sagt, komm nicht wieder, komm nicht wieder, komm nicht wieder. Nicht? Und so, nicht? Also in der Weise, nicht? Also das ist wirklich eine Erleichterung ist. Ihr werdet Sachen in eurem Geist sehen, die ihr nicht gewohnt seid. Es werden viele Sachen hochkommen, viele Erfahrungen, Zweifel, alles mögliche andere. Ihr werdet, weil ich hier sitze auf dem feinen Stuhl, werde ich halt auch Projektionsfläche sein für euch, nicht? Und mal würdet ihr mich lieben und mal werdet ihr mich hassen, nicht? Und es ist in Ordnung. Nur, dass ihr wisst, dass es in Ordnung ist. Es ist natürlich, es ist eine Reinigung, ihr werdet zeuglos und es ist in Ordnung. Ihr sollt einfach weitermachen, so denken wie die tapferen Deutschen, viel Feind, viel Ehr, nicht? Und dann einfach weiterdrücken und weiterarbeiten, so gut wie es geht. Nicht? Also in der Weise. Nicht? Das ist. Ja, vielleicht auch noch ein paar Sachen. Ich glaube, morgen werde ich nur zum Thema etwas. Doch, es kommen viele neue Leute. Vielleicht werde ich auch morgen etwas Dharma-mäßiges so erklären müssen auch, also nicht nur zum Thema, sondern auch allgemein. Aber ich meine, das könnt ihr ja schon ertragen, das ein bisschen mehr zu hören, denn, also wie ihr alle wisst, also die neun von euch, der Buddha lebte vor ungefähr 2250 Jahren und er hatte etwas, was keine anderen Religionsstifter hatte. Einerseits genug Zeit, er hatte 45 Jahre, um zu lehren, und andererseits begabte Schüler. Ne? Und diese beiden Sachen, die beim Buddha wohl ziemlich ungewöhnlich waren, nicht? Die meisten anderen, ja okay, Fischer und Zöllner und was ist das, Nomaden irgendwo in zwischen Mekka und Medina irgendwo oder sowas ähnliches. Ne? Also, dass Buddha so viele Möglichkeiten hatten, etwas weiterzugeben, führte dann auch dazu, dass Buddhas Lehre heute sehr, sehr reich ist. Viele von euch kennen den lieben Tengri Rinpoche, der zum Beispiel, der mal, als er 79 seinen Fuß-TB, so seinen Knochen-TB im Fuß in Dänemark auskurierte, dann großen Besuch bekam von irgendwelchen dänischen Bischöfen. Und er saß da mit so einem länglichen Buch, nicht so einem länglichen Buch und die kamen alle rein und haben das angeschaut und waren sehr froh über den Rinpoche und er auch über sie. Und dann haben sie gesagt, ah, das ist dann ihre Bibel. Haben sie dann gesehen, der war recht dick, war schon so, konnte ihn schon ernst nehmen, nicht so ein Buch hier. Und dann haben sie gesagt, ah, das ist dann ihre Bibel. Und Hannah hat übersetzt für Rinpoche, der sagte, ja, das ist ein Teil unserer Bibel. Dann haben die Bischöfe geguckt. Ja, wir haben 107 andere, die ebenso dick sind. Nicht? Und diese riesige Menge von Stoff, nicht? Also dass da wirklich etwas ist, das bedeutet, dass wie einem auch der Kopf auf den Schultern gesetzt ist, dann kann man immer irgendetwas finden, was sinnvoll ist und einen weiterbringt. Und nachdem Buddha starb, haben die Leute dann seine Lehre in unterschiedlichen Weisen geordnet. Einige waren mehr so institutionell, die wohnten in Klöstern oder Universitäten und die haben es dann nach Fachgebiet geordnet.
Dann haben sie gesehen, dass Buddha allgemein alle Buddhas Belehrungen, die 84.000 Belehrungen in den 108 Büchern, dass sie in vier Gruppen von je 21.000 Belehrungen natürlich zerfielen oder sich aufteilen oder was. Eine Gruppe ist gegen Anhaftung, die heißt Vinaya, die kehrt das um. Einige Gruppe ist gegen Zorn, die heißt Sutra. Eine Gruppe ist gegen Verwirrung, die heißt Abhidharma. Und dann gibt es eine, die ist gegen so miese Stimmungen oder flache Anschauung oder miese Weihnachtsstimmung oder was auch nicht. Also die sind gegen so zu viel Blei in den Schuhen, nicht? Also eine unfreudvolle Sicht von der Welt. Also und das ist die eine Weise, mit den Belehrungen zu arbeiten. Man hat sie halt da als Information, man hat die 108 Bücher, man schlägt auf, man findet irgendetwas, man arbeitet damit, man kriegt gute Ratschläge dadurch, man versteht etwas von der Welt und so weiter. Aber es sind ja nicht die Universitäten und es sind auch nicht die großen, es sind auch nicht die Diskussionen, die die Erleuchtungen produzieren. Das sind nicht die, die... Kan I forstå, Helle? Kan du godt forstå det tyske? Nej, det er godt. Okay. Es sind nicht die, die tatsächlich die besondere Resultate schaffen, nicht? Denn das... sondern die Leute, die mehr praktisch mit Buddhas Lehre umgehen, die das so ganz in sich reinziehen und daraus etwas wirklich Volles und Lebendiges machen, das sind diejenigen, die die wirklichen Ergebnisse bekommen. Und wie sieht es aus da? Ja, das ist, was unsere Reiselehrer oder Lehrer in den Zentren, nicht die Leute, die die Verantwortung auf sich nehmen und das weitergeben, was sie verstanden haben oder Texte kommentieren oder was auch nicht, das ist, womit sie mit den Sachen arbeiten. Mit einem Plan, mit drei Belehrungen, je nachdem, was die Leute wollen. Schauen wir uns an, dann gibt es ja drei Sorten von Leuten. Oder es gibt eine Entwicklung, kann man vielleicht sagen, durch drei Ebenen. Das ist vielleicht besser, damit man nicht denkt, man sei hier oder da festgekleistert. Das sind ja alles nur Entwicklungsstufen. Es gibt eine erste Stufe, wo man überhaupt entdeckt, dass man etwas am eigenen Leben machen kann. Dass es möglich ist, was Schönes und Sinnvolles mit dem Geist zu erreichen und dass man selbst etwas dazu tun kann. Nein. Zu der Zeit ist man total glücklich, man entdeckt, es gibt Ursache und Wirkung, ich kann was machen, ich kann was bestimmen, ich muss nicht hin und her gezogen werden, ich kann tatsächlich eingreifen und etwas tun, was Sinn hat. Und das dauert dann einige Zeit und dann plötzlich sieht es anders aus. Plötzlich entwickelt man Überschuss. Plötzlich dann sind alle Energien nicht mehr an eigenen Problemen gebunden und man kann an andere denken. Man kann sehen, dass sie so sind wie wir, dass sie auch Glück haben und Leid vermeiden wollen, dass sie sich gut benehmen, wenn es ihnen gut geht und schwierig sind, wenn es ihnen schlecht geht. Also wir entdecken, dass die Menschen, dass die Wesen viel, viel ähnlicher sind als uns, an uns, als was wir gedacht haben. Und auf der Ebene entstehen dann Mitgefühl und Weisheit. Mitgefühl, nicht, das sind drei Stufen, bis man wirklich nur noch auf die Wesen strahlt und keine Erwartungen mehr hat von irgendwelchen Ergebnissen und Resultaten. Und Weisheit bedeutet sehen, was ist und nicht, was man hofft oder fürchtet. Und Mitgefühl entwickelt sich so stufenweise. Mal mag man die Leute, wenn sie sich so benehmen, wie man es erwartet. Mal mag man sie auch, wenn sie Fehler machen. Und zuletzt, dann denkt man gar nicht daran, was sie tun oder nicht tun. Man strahlt auf sie, man gibt die ganze gute Energie an die ganze Zeit und die Leute können dann selbst bestimmen, wie sie damit umgehen wollen oder ob sie davon etwas wollen. Nicht? Man strahlt einfach in die Welt, man gibt seine Kraft, seinen Überschuss und das ist es.
Weisheit entsteht dann durch die Entwicklung von, durch die Entfernung von zwei Schleiern. Tatsächlich gibt es zwei große Schleier, die uns davon halten, zu sehen, was wirklich ist. Entweder haben wir Jojo-Gefühle, Gefühle, die auf und nieder gehen, nicht? Und wenn man ständig im Fahrstuhl sitzt und auf und nieder geht, kann man ja nicht klar sehen, was ist, nicht? Keiner kann klar sehen, wenn man ständig mal glücklich, mal unglücklich ist, nicht? Denn die eigene gefärbte Brille, die macht es ja unmöglich, klar sehen zu können. Und andererseits, dann gibt es auch die steifen Ideen, so die Tendenz, immer auf den Finger zu schauen, der auf den Mond zeigt, aber nicht auf den Mond. Also die Tendenz, die Worte und Begriffe ganz ernst zu nehmen und nicht sich auf die Erfahrung einzupeilen, worum es tatsächlich geht. Es geht ja auch darum, dass wir etwas erfahren, dass etwas mit uns geschieht und dass wir andere Menschen werden. Das ist der wirkliche Sinn der Sache, nicht? Das ist, was dadurch geschehen soll, durch das, was geschieht. So, wie wir das wegkriegen, dann sind die Buddhas gar nicht mehr so weit weg. Wenn die beiden Schleier, der Störgefühle und der steifen Vorstellung weg sind, dann wenn wir den Buddha irgendwo sehen, nicht, dann ist das irgendwie uns was Bekanntes. Nicht nur so etwas Fremdes, was bloß da steht, sondern man kann damit etwas verbinden. Nicht? Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie er zum Besten aller Wesen gearbeitet hat. Man kann sich so denken, ein bisschen so an das große Beispiel, das er gesetzt hat. Man kann schon so in der einen oder anderen Weise, hat man schon einen Zugang dazu. Vielleicht hat man mal so bei der Liebe, hat man erfahren, dass man selbst und der Partner verschmolzen und es gab nur eine Einheit und man kam raus mit einer Freude und einer Erfüllung, die ganz jenseits war. Oder man hat irgendwann an einem Nahunfall hat man das Auto durchsteuern können, nicht, wo man eigentlich hätte in den Graben fliegen sollen, nicht, ist man durchgesteuert und der Kopf war vollkommen klar und überpersönlich, während der Körper alles tat, was notwendig war. Oder man hat irgendwas anderes erfahren, einen Augenblick, wo man plötzlich alles wusste und verstand oder irgendwas anderes. Und diese Zustände kommen mehr und mehr. Und nach versteht man auch, ja, aber das ist ja, was den Buddha ausmacht. Der Buddha ist ja kein Mann, das ist ja keine Person, der Buddha ist ja ein Bewusstseinszustand. Das ist ja tatsächlich ein Zustand, wo alle Schleier weg sind und wo alle guten Eigenschaften entwickelt sind. Und nach werden wir so fähig, uns immer mehr mit dem zu identifizieren, was ist, immer mehr die Erleuchtung als unsere wahre Natur zu erkennen. Und zuletzt kommen wir dann dahin, wo wir uns wie Buddhas benehmen, wo es sich natürlich anfühlt, sich wie ein Buddha benehmen, bis wir dann wirklich zu Buddhas geworden sind. Und der Punkt ist ganz wichtig, ganz toll, ganz schön und ganz, ganz wichtig. So, man braucht Information auf der Ebene auch. Man muss wissen, der Geist ist kein Ding, also so ist wieder Raum. Und man wird furchtlos, wie man das erkennt. Man braucht das Verständnis, dass das, was kein Ding ist, kein schwarzes Loch ist, kein Wegfallen oder kein Verschwinden von Bewusstsein, sondern dass es leuchtend klar, begabt, fähig und bewusst ist. Und schließlich braucht man das Verständnis und die Belehrung, dass das alles unbegrenzt ist, dass der Geist in seinem wahren Wesen ohne Grenze ist, dass er nicht geboren wurde, dass er nicht sterben kann, dass er nicht zusammengesetzt wurde, dass er auch nicht verschwinden und auseinanderfallen kann, dass man dem vertrauen kann. Und wo die Erfahrung da ist, nicht, wo das alles zu einem gekommen ist, nicht, dann hat man ja, dann hat man jeden Grund froh zu sein, dann hat man wirklich das Ziel erreicht. Und damit die ganze Info, die ganzen Auskünfte da aus dem Kopf ins Herz rutscht, dass sie von dem rein Vorgestellten zu,
zu einer wahren Erfahrungssache werden. Ja, dann gibt es die Meditation, sowohl auf der Ebene von Ursache und Wirkung, als auch auf der Ebene von Mitgefühl und Weisheit, als auch auf der höchsten Ebene der Identifikation und der Vereinung mit den Buddhas. Auf allen drei Ebenen gibt es unterschiedliche Meditationen. In unseren Diamantwegsmeditationen sind alle drei Ebenen zusammengeschlossen. Da haben wir den kleinen Weg, den großen Weg und den Diamantweg. Alles haben wir zugleich. Alles ist reingebaut. In jeder Kammer von Meditation, die ihr macht, in allem, was ihr macht, alles ist drin. Und schließlich brauchen wir dann Hilfe, damit wir nicht runterrutschen von dem, was wir haben. Und was meine ich damit? Ja, dass wir nicht runterrutschen, dass wir es nicht wieder verlieren. Und da ist das, was wir da brauchen wir auf der ersten Ebene, dass wir irgendwie aufhören mit dem, was immer Schwierigkeiten bringt. Auf der zweiten Ebene, dass wir Zorn vermeiden, damit wir die guten Energien nicht verlieren und daraus hinausfallen. Und auf der dritten Ebene dann auch, ja, dass wir unser Vertrauen in die Buddha-Natur nicht verlieren und dass wir immer und überall, wo wir können, alles auf der höchstmöglichen, reinstmöglichen Ebene sehen. So, jetzt habe ich so viel erklärt, dass ich uns wohl ein bisschen schon, fühlt sich so an mit den Schwingungen, dass ich uns ein bisschen so zusammengeschweißt habe schon, ne? Das heißt, dass die Fragen, die ihr stellen werdet, die werden bestimmt für alle nützlich sein, nicht? So, jetzt könnt ihr halt fragen, was ihr wollt, nicht? Ich wollte zuerst so eine gemeinsame Ebene herstellen, nicht? So dass alles nicht in Osten und Westen fliegt. Aber ich glaube, was ihr jetzt fragen wollt, werdet, das hat für jeden Nutzen. Und nach ein paar Fragen werden wir dann meditieren.